So, ein wunderschön, herzlich willkommen zurück zu Wen Pi. Genau, vorige Folge, die eingeschobene Folge, da haben wir mal gesehen, wie man selber sich einen Namen geben kann. Also das ganze Ding hier. Jetzt wollen wir mal gucken, was wir mit Variablen machen können. Und zwar geht es jetzt ein bisschen in Programmierung. Wichtig ist, Programmierung ist eine Sache für sich. Klar, das Ganze hier ist quasi Programmieren, aber ich habe es ja bisher versucht, das den programmiertechnischen Aspekt so weit wie möglich rauszuhalten, sondern das Ganze quasi einfach wie eine Art Ablaufplan, einfach eine Art Drehbuch quasi. Jetzt bewegen wir uns aber wirklich in den Schritt, dass wir sagen, okay, wir programmieren unser Spiel, weil wir halt mit Variablen arbeiten. Und eins der klassischsten Sachen, wenn man mit Variablen arbeitet, sind If-Verzweigungen. So, das Ganze habe ich hier, können wir mal ganz kurz hier, ich zeige mal, mal kurz, was ich bei mir gemacht habe in meinem Spiel, damit man ungefähr weiß, wohin sich das so bewegen wird, was wir hier machen. Ich habe ein bisschen, ne, mein Spiel nutze ich quasi so ein bisschen als Testwiese. Start. Oder auch nicht. Wait a minute. Habe ich das nicht? Das habe ich doch hier. Habe ich doch. Geh mal weg. Geh mal nach Hause. Nein, das war falsch. Das hier. Genau. Gut, dann starten wir mal direkt hier rüber. Dann. So. Projekt starten. Habe ich das wieder rausgenommen? Da muss ich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, ich habe das wieder rausgenommen. Wo ist denn Skripte? Ja. Ey, ich habe es wieder rausgenommen. Dann machen wir mal. So hier. Beziehungsweise eigentlich nein. Wir gucken uns einfach mal kurz als Quelltext an und das sollte dann reichen. So. Und zwar ist das das Home, das Ding hier. Und hier sieht man schon, ne, ich habe quasi auch bei meinem Spiel ein paar Variablen definiert. Cache, Liebe, Intelligenz, Badassigkeit, Nerdigkeit, aktuelle Uhrzeit und so weiter und so fort. Und man sieht schon bei mir hier, man kann eine ganze Menge machen. Und was man hier direkt sieht, ist das hier. If, else und ja. Genau mit dem kann man halt quasi seine Variablen manipulieren. Wir fangen mal ganz low up an. Ne? Wir haben ja hier unseren Geldwert, ne? unseren Cash und beziehungsweise, nee, wir machen es mal mit dem Fitnesswert. So. Wenn, also if, unser Fitnesswert kleiner ist als 0, Doppelpunkt, dann, ne, und man sieht schon, Doppelpunkt, dann mache das und das, also müssen wir es wieder einrücken, dann setzt unseren Fitnesswert bitte auf 0. Ja, so, genau. Und wenn unser Fitnesswert größer ist als, sagen wir jetzt einfach mal, 200, dann können wir jetzt an der Stelle sagen, boah, ey, du pumpst zu viel. So. Und jetzt guckt man schon. Spiel starten. Name ist einfach Re. Boah. Na, wir betrachten uns jetzt hier im Spiegel. 50%, alles gut.
Wir bleiben daheim. Siehst du, man sieht ja auch schon überall dieses Reh, ne? Haben wir ja vorige Folge gemacht. So, jetzt gucken wir im Spiegel an. Wir haben noch 5%. Wir bleiben daheim. Wir sind immer noch im Spiegel. Jetzt haben wir 0%. Und wenn wir jetzt wieder daheim bleiben, bleiben wir trotzdem auf 0%. Das geht also nicht mehr weiter runter. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, okay, wenn wir 0% haben, dann kann man auch sagen, okay, das Spiel ist an der Stelle einfach vorbei. Man sagt einfach, du bist gestorben. Und danach ist das Spiel an der Stelle vorbei. So. Mal neu starten. Starten. 10%. 0%. Und wenn wir jetzt wieder relaxen, du bist gestorben. Und das Spiel ist vorbei. Das kann man halt alles mit diesen Ifs machen. Da kann man quasi sagen, okay, wenn das hier passiert, mache das hier, ansonsten geh einfach weiter. Und hier kann man eigentlich so reinschreiben, was man möchte. Man kann zum Beispiel auch sagen, ich nehme jetzt einfach als Beispiel X und Y. Ne, man kann jetzt einfach sagen, if X ist gleich irgendein spezieller Wert. Da muss man aber aufpassen. Okay, mache ich erstmal nicht. Wir machen erstmal, if X kleiner als zum Beispiel 10 funktioniert. Man kann auch sagen, ist größer als 10. Man kann auch sagen, ist größer oder gleich 10. Ne, also 10, 11, 12, 13, 14, weil so wäre ja erst ab 11, weil erst wenn x größer ist als 10, ne, kennt man ja. Das heißt, man kann auch sagen, größer gleich oder auch kleiner gleich. Und jetzt kommt etwas, wo sehr viele Leute verzweifeln, wo ich zugeben muss, wo auch ich früher verzweifelt bin. Wenn man jetzt sagt, ist gleich 10, das geht nicht. Weil jetzt denkt er, ne, man kennt diese Schreibweise vielleicht umzuher, aha. Er denkt jetzt, wir wollen x gleich 10 setzen. Wir wollen es aber nicht gleich setzen, sondern wir wollen vergleichen. Und da müssen wir jetzt mit Doppel ist gleich arbeiten. Ist ein bisschen verwirrt, aber das ist quasi das, um zu gucken, ob x gleich 10 ist. Ansonsten kann man natürlich auch nicht nur Variablen mit Werten vergleichen, sondern man kann natürlich auch Variablen untereinander vergleichen. Also wenn man sagt, okay, wenn x kleiner ist als y, oder x ist größer als y oder größer gleich oder was auch immer. Das geht also quasi. Wichtig ist, man muss hier irgendwas machen, wo entweder wahr oder falsch rauskommt. Weil nur das kann man halt am Ende dann benutzen, um entweder zu sagen, okay, das hier ist wahr, x ist gleich 10, dann mache ich das. Oder es ist nicht wahr, x ist nicht gleich 10. Dann mache ich das hier nicht. Das ist quasi die Logik dahinter. Und wir machen mal hier fit ein bisschen weiter, damit wir nicht immer so viel rumprobieren müssen. Wir starten mal immer mit. Wir starten mal mit 15. So. Und jetzt können wir nämlich zum Beispiel sagen, okay. If Fitness ist gleich 0, dann können wir sagen, okay, du bist gerade am Sterben. Tu etwas dagegen. So. Boom. Und wenn fit unter 0 ist, kleiner als 0, dann kommt halt, du bist gestorben. So. Das ist das eine, was man machen kann. Und das andere, was man machen kann, ist, dass man sagt, ist ja hier dieses mit dem Daheimbleiben, wenn wir quasi, also ne, wenn wir daheim bleiben, dann werden wir halt unfitter. Also, ja, keine Ahnung was. Und jetzt kann man natürlich auch noch sagen, und das ist jetzt das nächst Schwierigere, das habe ich hier bei mir auch schon gemacht, sieht man hier, man kann sagen, okay, er darf nur dann daheim bleiben, wenn er auch fit genug dafür ist. Oder er kann nur arbeiten gehen, wenn er fit genug dafür ist. Oder sowas. Das heißt,
Wir haben ja bisher unsere Auswahlmöglichkeit, wenn wir das Ganze jetzt mal starten hier. Ich hoffe mal, wir haben keinen Fehler gemacht. Start. Oh, wir haben einen Fehler gemacht. Ach so, ja, jetzt habe ich genau den gleichen Fehler gemacht, wie ich vorhin gesagt habe. Ja. So. Ist ja schön. Start. Siehst du, so schnell kann es gehen. Aber wie gesagt, das Schöne ist bei Vampire halt, man kriegt den Fehler direkt angezeigt. Von daher. So. Ne, wir gehen arbeiten. Wunderbar. Wer hat die Dollar verdient? Und so weiter und so fort. Und wenn wir halt daheim bleiben, erstmal relaxen. Du bist gerade am Sterben. Tu was dagegen. Und wenn wir jetzt können wir sagen, okay, wenn wir nicht fit sind, dann können wir eigentlich nicht mehr arbeiten gehen, weil wir sind nicht mehr fit. Also wollen wir irgendwie, dass das hier nicht mehr geht. Und genau das können wir halt machen. Indem wir jetzt sagen, wir gehen arbeiten, ist nur so lange, if Fitness ist größer als 0. Und was jetzt passiert, ist folgendes. Wenn wir das Spiel starten, ist das Spiel erstmal ganz normal. Stop. So, ne, wir können arbeiten gehen. Wir bleiben aber daheim. Wir können immer noch arbeiten gehen, weil wir haben immer noch 10%. Wir bleiben daheim. Wir können immer noch arbeiten gehen. Wir bleiben jetzt wieder daheim. Und jetzt, du bist gerade am Sterben, tu was dagegen. Bupp. Ist das mit dem Arbeiten weg. Und das ist halt etwas, wo man dann quasi das Spiel halt abändern kann, ne? Und das ist halt das, was ich meinte, wo man dann sagen kann, okay, wenn man halt reich ist, kriegt man halt andere Optionen, wie wenn man zum Beispiel kein Geld mehr hat, ne? wenn man zum Beispiel irgendwas ist mit einkaufen gehen, ne? Wenn man kein Geld hat, kann man nicht einkaufen gehen. Sowas halt. Kann man halt damit sehr schön machen. Und man kann auch sein gesamtes Spiel abändern. Man kann nämlich sagen, hier, an der Stelle, du bist gerade gestorben, also an der Stelle zum Beispiel, kann man sagen, okay, springe zu einem ganz anderen, zu einer komplett anderen Stelle im Spiel, und zwar springe zu gestorben. Label gestorben. Und schon kann man hier deine Geschichte ganz anders weitermachen. Wenn der Fitwert unter 0 ist. Das heißt, genau das, was man mit dem Menü machen kann, kann man auch mit if-Abfragen machen, im Zusammenhang mit Variablen. Wie gesagt, das Ganze ist natürlich jetzt ein bisschen komplizierter, weil man halt die, ne, als Spielentwickler natürlich die Variablen im Überblick halten muss. Ich habe bei mir zum Beispiel, ne, gehe zur Schule, wenn es morgens, also wenn es vor 12 Uhr ist, ne, oder gehe arbeiten, auch wenn nur möglich, wenn es vor 12 Uhr ist. Ansonsten arbeiten am PC, verbraucht halt 4 Stunden zum Beispiel. Nerdigkeit steigt dabei, gehe mit Mädchen aus, wenn die Liebe kleiner als 100% ist. Und solche Sachen halt. Kann man halt sehr viel damit machen. Und jetzt möchte man natürlich aber auch sagen, okay, wenn diese Variablen das Spiel so sehr beeinflussen, dann möchte man natürlich auch die Variablen im Überblick halten. Ne? Kennt man ja so von manchen Spielen, wo man dann oben links im Bildschirm so eine Leiste hat, mit wie viel Geld man gerade hat und so ein Scheiß. Das ist tatsächlich etwas sehr kompliziert, wenn man das richtig machen möchte. Da kommen wir dann nämlich in solche Sachen hier mit solchen sogenannten Screens. Das werden wir dann aber erst nächste Folge machen. Weil das wird dann nämlich wirklich noch komplizierter als Variablen. Also, wer es einfach machen möchte, aber immerhin mit Variablen arbeiten möchte, der kann halt sowas machen wie hier, ne, in die Geldbörse schauen und dann quasi anzeigen, wie viel Geld man hat. Das wäre halt die einfachste Variante, wenn man mit Variablen arbeitet. Oder aber man hat halt so eine klassische Ansicht, die ich euch dann auch nächste Folge dann mal zeigen werde, wie das Ganze denn aussieht. So, dann machen wir hier. Oder mal ja. Game over. So. Jetzt habe ich Vampire geschlossen. Egal. Gut, dann bis zur nächsten Folge.